Hallo Leute, es ist wieder Zeit für Alien Isolation. Versuchen wir es mal ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Mehr zu schleichen, das Alien nicht aufzuschrecken. Das habe ich letztes Mal auch probiert, aber wir testen es einfach nochmal. Ich bin immer noch hier auf der Station, gehe gleich ins Vent hoch und dann versuchen wir die Medikamente zu finden, die benötigt werden. Für Taylor, ein Mitglied unserer Besatzung. Ziel ist einfach der nächste Speicherpunkt, dass wir nicht immer wieder von da unten anfangen müssen. Das Alien klingt schon sehr aufgeregt. So wie wir. So weit waren wir schon. Schon mal ganz gut. Ja, das gucken wir uns nicht nochmal an. Gruselig. Im Grunde erzählt sie auch nur, dass sich irgendwas eingenistet hat in einer Patientin. Und dass sie es nicht hätte wissen können, was passiert. Hätte sie uns mal gefragt. Das Geräusch, dass es in den Vent geht, glaube ich, hoffe ich. Oh nein, das war's. Ich
hätte Sorge, wenn es reinkommt. Mich sieht es mich nicht, aber wenn er sich rumdreht und wieder rausgeht, sieht es mich. Deswegen wollte ich hinter die Kisten gehen. Offensichtlich ein Fehler. Okay. Here we go again. Ob es ID-Tag kann ich mir sparen. Bringt ja auch nichts außer Info. Ich auch diesen Noisemaker einsetzen, aber ich will den eigentlich aufheben. This is lit. Wieder in den Vent gegangen. Ist einfach zu schnell. Der Motion Sensor ist super, aber das Viech ist einfach zu schnell unterwegs. Ich komme nicht so schnell rum und wenn ich renne, dann ist es direkt da. Also ich muss schleichen. Ja, ich glaube, ich muss einfach irgendwie ein bisschen distracken. Neues Maker machen und den platzieren. Oder eine Flashbang irgendwie platzieren, dass es drüber läuft. Wie ist es ja, wenn ich die platziere? Ich weiß nicht, ob die ein bestimmtes Timing hat oder. Ja, wahrscheinlich, wenn es drüber läuft. Probieren wir mal aus. Hey, wenn ich diese Stelle durch habe. Timing, ja? Ist schon wieder raus. Mal gucken, ob es über die Flash drüber läuft. Müsste ich ja hören. Wenn man die auslöst. Falls sie auslöst.
Jetzt ist es wieder raus, oder? Nee, ist noch drin. Das läuft wieder außen rum. Dass hier auch ein Ausgang von den Wänden ist. Puh. Krass, okay. Wahnsinn, wie es patrouilliert. Kein Noisemaker. Was fehlt denn? Trau mich nicht weiterzulaufen. Ich muss aber. Ging es da eben weiter, das sah so geschlossen aus. Aber muss ja eigentlich. Ich war Medical Officer im Heidtube. Die Map war da. Dort drin. Ich muss ja hier nehmen. Ich kann mich nicht drauf verlassen, wenn ich hier rausgehe. Also es ist in der Lüftung auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe. Close sogar. Aber hier ist kein Schacht, wenn ich das richtig sehen kann. Das heißt, hier kann es auch nicht rauskommen. Aber links, da will ich ja hin. Noch nicht? Nein, hier war ich noch nicht. Ich höre einen Speicherpunkt. Aber nebenan.
heißt erstmal. Chillig. Oh ja, Emergency. Emergency, den haben wir schon überschritten. Da ist sicherlich auch nicht verkehrt, ein bisschen Feuer mit reinbringen. Molotow. Braucht mehr Components auf jeden Fall. Das Passcode brauche ich, das bestimmt im Computer gespeichert. Ah, hier 2505, okay. Operating Theater, ja, ist immer noch das, wo ich hin will. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Das war die Keycard, irgendwo war eine Tür, die nicht aufging. Aber die wird nicht angezeigt. Muss ich nochmal schauen. Ah, vielleicht muss ich auch einfach da durch. Kurz die Flash mitnehmen. Oh, oder was hier durch? Orientierung ist tatsächlich sehr schlecht bei mir in dem Spiel hier. Ah, okay. Es ist gut, dass man nur in den Raum nebenan muss. Hui. Primary Care Floor. Ah, das war ein ID-Tag. Anscheinend so was wie ein Tomograph. Oh. Zwei Movements. Bestimmt das Männchen von eben. Nicht aufgehen, Tür, bleibt zu Tür. Ah, ich presse mich auch hier vorbei. Kann immer sein, dass es aus dem Lüftungsschacht rauskommt.
gucken. Ah, ich kann ein neues Maker machen. Das ist schon mal top. Bestes Item. Das ist da vorne, okay. Ich bleib klein. Ich verhalte mich unauffällig. Ups, ist immer noch da. Ah, komm, geh den Schacht hoch. Wow. Tja, was hat es damit auf sich? Es waren noch mehr Signale. Hier rauskommen ist gar nicht so leicht. Ach, wobei. So. Oh, da hängt einer in der Tür fest. Okay. Ah ja, da läuft jemand. Also schießen will ich auf keinen Fall. Eher will ich die Leute dahin locken, dass das Alien sie holt. Okay, das ist der Typ, der da rumlief. Ja, ich bin doch auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Oder ich ziehe mal eine über, das geht auch. Aber ich glaube, schießen ist nicht so schlau. Die Tür, ne. Bleibt doch zu. Hier raus und dann rechts rum eigentlich. Okay. Bei mir. Ah, da auch einer. This turned into a nightmare real quick. Sehe ich auch so.
So. Jetzt würde ich gerne speichern. Okay, laufe ich einmal noch hier. Oh, okay, vielleicht muss ich auch so durch. Lüftungsschacht. Ist noch irgendein Teil. Zack. Lüftungsschacht. Weit weg, halbwegs weit weg. Okay. Close. Ja, ich muss bestimmt hier durch, da links rum. Craft, na, noch ein Noisemaker, das ist gut. Da rein? Oh ja, Tatsache. Steht ja auch da, meine Güte. Samuels, I've got the meds. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots. And if we heard them, so did the creature. Davon kannst du ausgehen. Müssen wir es halt ablenken mit einem Noisemaker. Wieso ist hier kein Speicherpunkt? Das macht mich fertig. Also jetzt habe ich das Trauma-Kit und das muss ich natürlich jetzt auch noch rausbringen. San Cristobal Molecular Reception. Ah, das ist ein anderer Weg. Ich muss eigentlich zurück da, wo ich eben schon mal war. Oh, ich dachte, ich müsste lang. Okay. Vielleicht geht aber auch hier der Shortcut. Autopsy Report. Crew member of the Missilora. Alles classified, wer hätte es geahnt? Ja, Audio höre ich mir gar nicht an. So viel Zeit habe ich nicht, das ist zu gefährlich hier. Scheiße, mein Lieber. Hätte mir aber auch nicht angezeigt auf die Distanz, ne? Ich kann ja auch nicht unterscheiden, ist es ein Mensch oder ist es das Alien? Ich habe ja nur ein Signal, da ist eine Bewegung. Boah, wie ärgerlich, ja. Thank you.
hatten das Trauma-Kit schon in den Händen. Save yours. I'm on my way. Trauma Kit. Samuels, I've got the meds. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots, and if we heard them, so did the creature. Something go down here in San Cristobal. Tape off the scene and make sure it's not touched until Garcia comes in with forensics. Keep this quiet for now. I want total silence. Last thing this station needs is a panic. And one other thing. If I find out who leaked this to Ransom, I'll make them eat their fucking badge. He turned up quoted Sikhs and privileges and had a ringside seat for the whole guy. Ransom, making it more complicated. Do you read me? Wait up. EMP mine. This place falls apart more every day. I can barely remember a time when we haven't been neck deep. Keine anderen Sorgen, ist ein Alien unterwegs. Place falls apart more every day. Every color fucked up. Glad I'm not alone anyway.
was that? Oh Mann. Forget it, we're good. Ah. Oh. Here comes trouble. Ich hol's euch den. Jo, nice. So haben wir das vorgestellt. Jetzt ist es wieder weg, so soll das sein. Hat mir quasi den Weg freigeräumt fürs Erste. Oh, das klingt aber immer noch so close. Hier weiter. Ja, vielleicht muss ich auch rechts rein, wer weiß. Okay, jetzt ist wieder im Wind. Oh, da läuft noch ein Mensch lang. Dass ich nicht, was hier los ist. Oh. Tja, Junge. Du glaubst, was hier passiert ist. Gleich wieder da. Kümmert sich um dich. You wanna play games, huh? Fine. I got all the time in the world. I'm warning you, you're pissing off the wrong guy. I know you're here. I know you're human. I know you are human. Zeit in Panik zu verfallen. So, hängt der jetzt nur noch hier ab oder geht er weg? Ich wieder unter meinem Bett. Okay, Weg ist halbwegs frei, glaube ich. Gehe ich jetzt einfach geradeaus. Bin der Dude. Jetzt kommt der wieder. Komm, komm, komm. So.
Können hier nicht beide hin. Für ein nutzloses Labor. Nix gibt's hier. Aber eventuell hier den Zugang zu der Area, wo ich hin will. Exit klingt überzeugend. Medical reception's a no-go. I can't get out. Blöd. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure. Okay. Medical evacuation procedures. Da muss ich wohl rausfinden. Ja, oh, jetzt muss ich wieder da oben hin. Dann schleicht die ganze Zeit von A nach B und dann wieder zurück. Den Weg zurückzusuchen. So, für den Molly habe ich doch eigentlich alles da, oder? Ich habe das Rezept für den Molotov-Cocktail nicht. Ey. Ja, wahrscheinlich komme ich eh nochmal da vorbei, wo ich schon war. Come on, ey. Warum bist du überhaupt in die Ecke gekommen? Ich habe nichts gemacht, kein Geräusch, gar nichts. Das Gute ist, das Rezept für den Molly kann ich jetzt wieder mitnehmen. Der Molotov-Cocktail könnte ja auch was sein, dass das Alien dann tatsächlich mal ein bisschen bremst. Vielleicht, also töten sicherlich nicht, aber zumindest bisschen verjagt oder so. Samuels, I'm on my way. On my way. Hier auf dem Flur fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Es gibt gefühlt mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken. Weiß nicht, wie immer alles klappt, aber... Beep, 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 beep. I got the trauma kid. So. Da ist vielleicht ein Alien rausgeplatzt. I've got the meds. Bestimmt ein Facer wäre dran gewesen vorher. Outside medical reception. Ripley, we heard gunshots. And we heard them, so did the creature. Hier gab es ja eigentlich gar nichts, Autopsie-Report. Ja, hören wir uns das nochmal an.
I'm not afraid. Vielleicht kann ich noch mal speichern. Cool. Ich glaube, das geht. So, am Anfang war ich der Meinung, es sind zu viele Speicherpunkte und die nerven, und jetzt freue ich mich über jeden. Benutze manche sogar doppelt. Ah, ist im Lüftungsschacht. Dead End. So. Also, jetzt muss ich hier hin und merkt dann, das geht nicht, und dann kommt Emergency Evacuation da. Komm, geh runter. Hier fühle ich mich halbwegs safe. Dieser Hinweis mit dem Krachmachen, indem man irgendwo gegenschlägt, bringt ja auch nicht wirklich was. Wenn ich da vorne hinlaufe, schlag dagegen. Bis ich hierhin zurück bin, mich versteckt habe, bin ich, glaube ich, dreimal gestorben. Das Movement ist dafür zu langsam. Ja, nur der Noisemaker geht halt, dass man irgendwas hinschmeißt, was Krach macht von sich aus. Oder eine Flare. Jemand reagiert. Nö. Ja, gut, die. Oh, alles klar. Warum sehe ich den nicht? I'm hiding. Perception's a no-go. I can't get out. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure. Jetzt läuft vermutlich das Massaker ab. Aber auch hier, ich glaube nicht, dass ich mich vorbeischleichen kann, während das Alien 3-4 Leute erledigt. Wahrscheinlich bin ich dann einfach der Nächste. Warte ich mal wieder ab. Also ich muss wieder zurück, den ganzen Flug hoch. Dann gucken, ob es hier was gibt. Oder zurück. Ich gehe zurück und speichere erstmal.
aus. Wieder beruhigen. Oh, warum läuft denn da noch ein Mensch rum? Oh, das Alien arbeitet auch nicht gründlich. Every noise I hear freaks me out. Where the hell did that thing come from? I don't think it was anything. In den Band gegangen, oder? Komm, komm, komm. Psch. Ich hoffe, es hat mich nicht gesehen. Cool down. Boah, das war knapp. Ich hoffe, die Tür ist zu. Hoffentlich schaffe ich das zu speichern. Das wäre sehr ärgerlich, wenn nicht. Boah, dieses Viech, ey. Ja. Das Piepen zeigt mir dann immer, wenn es in die Nähe kommt, Reichweite, oder wenn es rausgeht. Ich glaube beides. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt gerade raus aus der Reichweite. Kurz nochmal schauen wegen Craften. Zur Not muss ich einfach ein neues Maker einsetzen. Meistens ist es dann schon zu spät, wenn ich das realisiere. So. Nein, rechts rum noch. Nee, richtig rum, so rum. Okay. Kann auch hier lang gehen, ist eigentlich egal. Ich
hier noch ein bisschen Equipment. Was ist das? PC. Richtung Ambulance Bay gehen. Weil ich hier auch nicht weiterkomme, so wie das aussieht. Powerplant, da muss ich hin. Okay, also tatsächlich hier links rein. Und dann kann ich das Evakuierungsprotokoll in Gang setzen. Aber ich vermute mal, mein Freund wird entweder jetzt hier links rauskommen oder von da vorne. Da mal hier rumlaufen. Nee, okay. Puh. Go for the save point. Sneaky. Oh, was stand da mit Hostile? Das habe ich nicht lesen können. Aber ja, machen wir. Piep. Einmal kurz noch verstecken. Ja, ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Fortschritt gemacht. Das war weniger todeslastig als letzten Folgen. Ich hoffe, dass es ein bisschen so weitergeht. Ich meine, man kriegt vielleicht schon irgendwann, man kriegt vielleicht schon ein Gefühl dafür mit dem Alien, aber es ist schon hart. Auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, reingehauen und bis zum nächsten Mal.